Friendos, was geht's, ge-Apps? Am Start Folge FIFA Mobile 21. Leute, heute gibt's auf jeden Fall wieder ein neues Video. Auf jeden Fall ultimative Erinnerungen, Rückblicke, Leute. Es ist auf jeden Fall ein neues Event draußen und es ist absolut wild. zuvor, Leute, es war eine wirklich sehr, sehr anstrengende Woche. Natürlich, es gab jetzt die letzten Tage keine Videos, ganz klar. Ich habe auch in Community-Tab gepostet, warum, Leute. Ich hatte ja auch 10 Wochen Prüfung gehabt, erfolgreich bestanden. Und das waren wirklich die härtesten Tage meines Lebens, kann ich sagen, Leute. Real talk. Weil ich habe auch privat einen Rückschlag kassiert, quasi, kann ich sagen. Und wo ich wirklich niemals gedacht hätte, dass das wirklich so passiert ist. Wie kann ich sagen? Ja, so am besten. Natürlich ist es privat, ne? Ganz klare Hase. Aber, wie soll ich sagen? Wie einst ein weißer Captain America gesagt hat, man muss weitermachen. Man muss weitermachen. Real talk, Leute. So, auf jeden Fall würde ich sagen, immer positiv in Zukunft schauen und das Negative verdrängen. Ja. So, ich würde sagen, Leute, ich habe gestern Havertz reingemacht, weil ich halt 2 Premier League Spieler brauchte und ich werde den jetzt wieder hier einsetzen durch Michael Ballack. Genau, Leute. Und ich habe es dann trotzdem noch geschafft, Leute, mir Kevin Trapp abzuholen, beziehungsweise mir zu erspielen quasi. ja, Leute, und das heißt, ich habe jetzt hier ein voll 100 plus Team. Wie krass ist das denn? Und Leute, wir haben jetzt noch einen Skillboost, Leute. Ah ja, stimmt, das sind die Skillboost von Kevin Trapp, Leute. Und ich bin gespannt, wie weit wir hier mit Kevin Trapp kommen, Leute. 2 Upgrades, 3 Upgrades. Und das vierte, ich glaube, das war es noch nicht, ne? Es kommen noch einige Upgrades. Wie krass ist das denn? Vielleicht schaffen wir jetzt hier im Video die 156er Guests, Leute. Natürlich hat sich nichts geändert in den letzten Tagen, weil ja halt ich beschäftigt war. Und ja, Leute. Oh, wie krass ist das denn? Level 15. Heidewitzka. Level 15, wie krass ist das denn? Und haben jetzt 155? What? Ich kann aber, Leute, ich kann noch ein Spieler hochtrainieren. Beckham glaube ich aber nicht, oder? Beckham? 9. Leute, ich würde sagen, das machen wir morgen. Wir machen morgen auf jeden Fall nochmal ein kleines Team-Upgrade. Denn, Leute, wir gehen auf jeden Fall nochmal in die Rückblicke, Leute. Man kann ja jetzt hier Spieler-Szenarios. Kann man jetzt nicht alles spielen, Leute, aber ich glaube, bei den anderen Spielen oder bei den anderen Spielern dauert das noch. Ich kann erstmal hier Ashley Young machen. Das habe ich ja auch gestern gemacht, Leute. Ich habe hier 2-3 Spiele gespielt. Und die anderen Spiele werde ich auf jeden Fall auch privat machen, Leute. Was ich heute mit euch machen will, Leute, ist auf jeden Fall nicht husten. hat gerade gekrabbelt im Hals, ne? Auf jeden Fall gibt's heute die Chance auf einen 100er Defoe. Das wäre echt mega wild, wenn wir jetzt heute Defoe ziehen. Heidewitzka. Machen wir leicht, Leute. Es gibt auf jeden Fall noch hier Bonuspfad, Leute. Es gibt einen Bonuspfad und ich habe jetzt hier 500 Stück am Start und ich muss nochmal schauen, welcher Spieler mich denn hier reizen würde, Leute. Eigentlich niemand, weil es gibt hier keine Bundesliga-Spieler oder sonst irgendwas. na gut, Hasebe, aber sonst gibt es hier keine Spieler, die mich jetzt hier irgendwie reizen würden. Aber die Belohnung, Leute. Belohnung sind halt geil. Ja, Leute. Deswegen würde ich sagen. Ah ja, stimmt. Die Splitter. Reichen eigentlich die Splitter für ein Upgrade? Weil da könnten wir rein theoretisch morgen die 157 knacken. 30, 60, 90, 120, 150. Ich bräuchte noch auf jeden Fall 35. Seltenes Bitter. Nee, das würde reichen. Wie geil ist das denn, Leute? Das würde reichen. Real talk, Leute. Also morgen ist auf jeden Fall ein geiles Team-Upgrade. Und am Sonntag ist auf jeden Fall dann Teams zu werden, Leute. Teams zu werden nach langer, langer Zeit. Aber zuvor, Leute, gibt es auf jeden Fall nochmal ein schönes Pack-Opening. Naja, was heißt Pack-Opening? Aber ihr wisst schon, hier Galeriespiel. Nämlich, es gibt die Chance auf einen Defoe. Leute, Defoe. Und auf jeden Fall kann man hier noch schöne Punkte und Spieler sich absahnen hier quasi. Und ja, ich würde sagen, wir starten, Leute. Galeriespiel. Ja, wie geil ist das denn, Leute? Das Event finde ich allem ein eigentlich recht nice, wie ich finde, Leute. Finde ich eigentlich nice. Und wenn man das hier aufgeblättert hat quasi, bekommt man hier so ein Ding zum Vorschein. Okay.
Meine Leute, naja, so, Batz, Junge. Und wir haben 5000 Münzen, Leute. Dann würde ich sagen, unten in der Reihe. Unten in der Reihe. Vielleicht hat ihr unten in der Reihe Glück, Leute. Ah, schade, Schokolade. So, unten in der Reihe. Zack, Junge. 5 Stück am Start, ne? 5 Stück. Münzen, 5000. Ah ja, neben The Foe kann man ja jetzt hier noch XP sowohl auch eine Million Münzen ziehen. Was auch echt ziemlich wild wäre, muss ich sagen. Real Talk. So, Batz, Junge. So, kein The Foe. Dann hier nochmal. Nein. Dann hier nochmal. Zagli. So, Münzen 10.000. Okay, man kann 5.000 oder auch 10.000 Punkte oder Coins sich erziehen. Das war's schon. Ich würde sagen, Batz, Junge. Extra für euch, Leute. Auf jeden Fall geht's am Montag dann das nächste Mal Galeriespiel, weil, wie gesagt, es gibt ja morgen ein Upgrade und am Sonntag geht's halt ein Team zu werden. Also Montag, Montag Galeriespiel. Und wir haben Mützen. Leute, ich würde sagen, wir würfeln. 1 bis 3, also ich würde sagen, die 1 ist oben, 2 ist Mitte und 3 ist unten. Und das Ganze auch bei 4 bis 6, Leute. Also 4 oben, 5 Mitte, 6 unten. Nein, weg. Und es ist die 6. Das heißt, unten in der Reihe. So, ich würde sagen, wir würfeln einfach. Die 5. Die 5, Leute. Batz, Junge. Die Schokolade. Was? Nein? Hä? Ich sag, hä? Leute, wie krass ist das denn? Ja, moin. Ich habe gerade falsch hingeguckt, ne? Wie krass ist denn das bitte? Der Würfel hatte einfach recht gehabt. Wie krass ist denn das? Heftig. Aber wir sind ja noch auf der Suche auf TV, Leute. Und ich würde sagen, wir würfeln wieder. So, die 3. Das heißt, wieder unten in der Reihe. Und ich würde sagen, 1, 2, 3, 4. Also ihr wisst schon, die 4 Felder, die halt noch übrig sind und 1 bis 4. Wisst ihr, was ich meine? So, die 3. Das heißt, das hier. Batz. Und, ihr will jetzt hier XP drin sind, oder der Spieler? Nein, okay. Das letzte Mal, Leute. Das letzte Mal würfeln wir. Letzte Mal. Die 3. Wieder unten in der Reihe. Was ist denn heute los? Die 5, Leute. Wir würfeln nochmal. Die 5, wieder die 5. Die 6. Oh. Die 3. Okay, das heißt, ganz hier hinten. Und. Oh, es sind die XP, Leute. Es sind die XP. Aber wir haben leider kein Default. Schade, Schokolade. Naja, Leute, ich würde sagen, die Zeit sagt dir locker flockig 8 Minuten, Leute. Ich würde sagen, wir sind jetzt morgen wieder. Alter Frische. Morgen auf jeden Fall dann Team Upgrade. Nur gemacht. Mit euch sein Skywalker. You're pretty.